Also, soweit ich weiß, besteht der Unterschied zwischen SEO und SEA, dass SEO die organischen Suchergebnisse sind, ja, und SEA die, die man sich einkauft. Völlig korrekt, völlig korrekt. Ja. Was natürlich nicht bedeutet, dass SEO umsonst ist. Ja. Genau. Das heißt, auch das ist eine Dienstleistung, die wir natürlich an unseren Kunden verkaufen. Mhm. Und, aber das ist eher langfristig zu sehen, mhm, und das ist eher kurzfristig zu sehen. Ja. Und ich sehe immer wieder häufig, dass Leute das zu sehr einseitig sehen. Mhm. Na, dass sie entweder das eine oder das andere zu starken Fokus drauflegen. Die richtige Kombination macht es halt. Und wenn wir wieder beim Cashflow sind, Time to Cash, Liquiditätsplanung und diese ganzen Dinger, ja, da muss man sich von vornherein, bevor man also wirklich loslegt, dass man hier eben schaut, wenn ich mit SEO anfange, muss ich es auch bis zum Ende durchziehen. Ja. Ja? Weil das bringt nichts, wenn ich dann nach 6 Monaten, okay, jetzt sind erst 3 Anfragen gekommen, jetzt höre ich auf. Vielleicht ist genau 1 Monat danach, geht es dann wirklich los. Das ist wie, ja, wie so ein Acker, den ich bestelle, ich schmeiße Saatkörner rein und es kommt nichts und die Wurzeln wachsen. Mhm. Ich sehe nichts, aber es passiert was, aber ja, ich sehe nichts. Und irgendwann im Frühling innerhalb von kürzester Zeit, also man sieht den Baum erstmal kahl, monatelang, wochenlang, und dann im Frühling kommen innerhalb von 24 Stunden wird sich die Blätter raus. So ungefähr kann SEO funktionieren. Ja. Und bei SEA geht es halt auf Knopfdruck, aber wenn ich zum Beispiel mal Liquiditätsengpässe habe und muss SEA reduzieren, aus welchen Gründen auch immer, das müssen nicht unbedingt Fehler sein, das sind einfach nur, selbst wenn es gut läuft, aber ich habe einfach einen Time to Cash, der sehr lange ist zum Beispiel, dann ist halt auch in der Sekunde dann auch vorbei. Ne? Und das ist halt bei SEO, wenn ich jetzt mal theoretisch auch einen Monat nichts mache, aber ich habe es lange Zeit gemacht.